Moin Moin, liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, also ich begrüße Sie ganz herzlich, wie man das so schön im Norden sagt, also in Hamburg, dann sagen wir eben so Moin Moin. Ich möchte heute Ihnen das Lehrwerk präsentieren, Weiter Deutsch Extra, also dann ist dieses Video auf jeden Fall den Lehrerinnen und Lehrern gewidmet, die vor allem in der 7. Klasse der Grundschule unterrichten und dazu den Deutschkurs haben mit den Lernern, also mit Schülerinnen und Schülern, die früher schon Deutsch gelernt haben, also in der 6. Klasse, in der 5. Klasse oder in der 4. Klasse. Wenn Sie schon auch mit den Lehrwerken Deutsch unterrichtet haben, zum Beispiel mit dem mit diesem Lehrwerk, eigentlich Lehrwerkreihe und so weiter. Extra jetzt haben wir, dann ist es auf jeden Fall dieses Lehrwerk Weiter Deutsch Extra eine optimale Fortsetzung. Da sind auch die gleichen Autorinnen, die auch diese Reihe in der für die 4. Klasse geschrieben haben und mit der sie vielleicht in der 4. Klasse gearbeitet haben und so weiter. Extra. Aber Sie können auch dieses Lehrwerk auf jeden Fall auch mit der Reihe Ich und Du neu auch so wirklich dann weiter fortsetzen oder nach dieser Reihe eigentlich mit diesem Lehrwerk starten, denn wie Sie das vielleicht sehr gut wissen, die Reihe Ich und Du neu ist von der 1. Klasse bis zur 6. Klasse der Grundschule und dann kann man sich gut fragen, womit könnte ich eigentlich dann arbeiten, was könnte ich dann weiternehmen, damit ich so auf eine ähnliche Art und Weise didaktisch so in meinen Deutschunterricht arbeite. Da werde ich Ihnen auf jeden Fall vorschlagen, dieses Lehrwerk Weiter Deutsch Extra, weil, wie ich das gerade sagte, da sind die gleichen Autoren. Also dann haben Sie eigentlich das gleiche Konzept, die gleiche didaktische Linie, die die Autorinnen so verfolgen. Was dieses Lehrwerk also an sich hat, das möchte ich Ihnen auch mal präsentieren. Ich werde das mit Ihnen gerne durchgehen, so aufschlagen und dann können wir uns anschauen, was alles da drin ist. Auf jeden Fall ist es Ihnen bestimmt schon vertraut, die Reihe www. Weiter Deutsch. Das ist dann früher, das ist so eine eigentlich Vorgängerreihe für diese jetzt neue Reihe Weiter Deutsch Extra. Man hat das Lehrwerk jetzt wirklich grafisch neu gestaltet. Also wir haben eine neue grafische Seite hier. Das bedeutet, wir haben ganz neues Bildmaterial. Das werden Sie auch sehen, wenn wir dann einfach zusammen da reinschauen in dieses Lehrwerk. Dann haben wir auch mehr Elemente in dem inhaltlichen Bereich. Das heißt, wir haben mehr Übungen. Dazu ist es auf jeden Fall auch Übungsheft da. Also die Übungsmaterialien, wie Sie sehen, das ist auch so an den wirklich an den Umschlägen hier zu sehen. Also an diesem Layout auf jeden Fall, dass er so zusammen ist. Und das sind auch die gleichen Autorinnen, die das geschrieben haben. Also das Kursbuch und dann auch dieses Übungsbuch oder einfach Arbeitsbuch. Das ist auch gut an sich, denn einige vielleicht haben schon diese Erfahrung gemacht, dass man ab und zu mit den Übungsmaterialien so arbeitet, die nicht so ganz kompatibel sind. In diesem Falle ist es aber nicht die Situation so, aus dem einfachen Grund, dass die Autorinnen eigentlich die gleichen sind, die die beiden Sachen vorbereitet haben. Sie müssen dann sich nicht die Sorgen machen, dass auf einmal sie oder ihre Lerner dann überrascht werden mit lexikalischen Strukturen, die zum Beispiel im Kursbuch nicht vorkommen. Ich habe das schon versprochen, deswegen möchte ich das mit Ihnen auch mir gerne anschauen, dass wir so zusammen da reinschauen, was da drin steht in diesem Lehrwerk Weiter Deutsch Extra. Also wenn ich das aufschlage, auf jeden Fall lässt sich schon auf den ersten Blick sehen, was wir dann im Inhaltsverzeichnis haben. Auf jeden Fall sind das hier sechs Kapitel. Da sind eigentlich sechs Module, denn wenn Sie schon die Autorinnen kennen, zum Beispiel von dieser Lehrwerkreihe und so weiter neu oder jetzt und so weiter extra, dann werden Sie schon das wissen, dass wir hier eigentlich die Arbeit haben nach bestimmten Bereichen von A bis J zum Beispiel. Hier ist es. Und dann entsprechende Sachen sind immer neu. Das ist immer diese Einführung in die neuen sprachlichen Elemente in der jeweiligen
Unterrichtseinheit, aber auch im jeweiligen Modul oder einfach Kapitel. Das ist so auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite haben wir einfach die Elemente, also in der Struktur, einfach im Aufbau des Lehrwerks, die sich dann einfach immer wieder wiederholen. Das heißt, sie haben schon gewissermaßen schon einen Rhythmus, mit dem sie dann gut arbeiten können und bestimmte Sachen, sprachliche Aktivitäten auch mit ihren Lernen üben können. Und jetzt kurz, was sind die jeweiligen Themen hier? Also wie heißen die Module, also oder Kapitel? Das erste Kapitel ist, wer fragt, der lernt. Dann haben wir Kapitel 2, wie die Eltern, so die Kinder. Dann haben wir Kapitel 3, ein wahrer Freund bewährt sich in der Not. Dann Kapitel 4, viele Köche verderben den Brei, bunte Kleider, bunter Sinn. Und wer viel Reis, Entschuldigung, erfährt viel. Ich wollte sagen, wer viel liest, erfährt viel. Das ist auch richtig. Aber hier haben wir Reisen, was noch besser ist. Denn wir erleben dann wirklich hautnah die Wirklichkeit und nicht so vermittelt im Text, wenn wir nur lesen. Aber auf jeden Fall, wenn es um das Lesen geht, ist auch gut, denn wir haben hier in diesem Lehrwerk auch viel Material für diese Lesekompetenz, also Leseverstehen. Das werden Sie auch merken, denn mit diesem Lehrwerk können Sie auf jeden Fall Ihre Lerner auch auf die Prüfung nach der Grundschule vorbereiten. Und zwar, es geht mir um die Achtklässlerprüfung, denn wie Sie wissen, da haben wir schon ein gewisses Niveau, also wird erwartet, wird sogar vorausgesetzt, dass die Lerner schon dieses Niveau erreicht haben. Aber wenn Sie, was ich schon eingangs sagte, schon wirklich Deutsch mit ihren Lernen gehabt haben. Also sie wurden einfach unterwiesen, man hat sie unterrichtet da im Deutschen, dann soll das nicht so allzu schwierig sein. Dieses Lehrwerk auch bereitet auf jeden Fall auf die Achtklässlerprüfung vor. Und hier ist das Niveau auch vorgegeben, das kann ich Ihnen kurz so zeigen. Hier haben wir diese Information, das ist das Niveau hier A2 B1, also genau dieses Niveau, das auch so bei der Achtklässlerprüfung auch da ist, wenn es um die Fremdsprachen geht. Denn wie Sie wissen, die Prüfung ist generell in einer Fremdsprache abzulegen. In unserem Fall geht es um Deutsch, ja. Gut, dann wollen wir zusammen, was ich schon hier mehrmals angedeutet habe, wollen wir zusammen da reinschauen in dieses Lehrwerk, was da drinnen steht. Wir haben gerade gesehen, dass die Kapitel da sind einfach eigentlich die gleichen wie in, also die Namen, die Betitelung ist eigentlich die gleiche wie in dieser Reihe www weiter Deutsch. Aber da, was neu ist, dann auf jeden Fall ist dann diese schöne grafische Ausgestaltung, also diese grafische Form. Das können Sie hier dann konsequent sehen, wie schön das alles so aussieht. Also ist dann auf jeden Fall ästhetisch und sehr ansprechend für die Lerner. Also sie werden dann nicht sagen, nee, das ist alles schwarz-weiß und nicht so ganz interessant. Also man kann wirklich die Sprache, also hier Deutsch, auf eine recht attraktive Art und Weise wirklich lernen und sie sind imstande auch so Deutsch zu unterrichten, ja, so in der Lage, dass es auf einmal so attraktiv ist für die Lerner. Auch die Bilder sind wirklich modern und wirklich in dieser Gestaltung, die sehr so aktuell ist. Und ich habe so kurz schon gesagt, dass wir dann Elemente haben, die neu sind in immer in jeweiligen Kapitel, aber auch die sich wiederholen. Die Elemente, die sich hier wiederholen, das sind so bestimmte Blöcke. Das ist immer hier sowas wie sprechendes Foto. Also ich schätze das wirklich sehr. Das werde ich auch Ihnen hier dann gleich weiter auch zeigen. Es geht darum, dass wir auch mit dem visuellen Material arbeiten und dann entsprechend das Bild oder eine Grafik, aber hier sind vor allem die Bilder, dass diese Bilder einfach dann wirklich versprachlicht werden müssen. Also das bedeutet, man muss sich zu den Bildern äußern, einerseits, aber vor allem die Elemente, die markanten Sachen aus dem Bild raus in den Text einbauen, denn wir haben da entsprechend wirklich freien Raum, also bestimmte Lücken und die müssen dann ergänzt werden vom Visuellen, was die Lerner gesehen haben. Das werden Sie auch sehen mit mir zusammen, wenn wir dann das durchgehen. Anhand einer
eines Kapitels. Dann haben wir hier auch weiter mein Weblog. Also dann ist es so, das ist auch ein permanentes Element, das sich dann wiederholt. Und hier werden dann Themen einfach abgehandelt in der modernen Form. Dann ist es immer Aussprachetraining. Also das schätze ich wirklich sehr, denn Deutsch ist zwar nicht so super schwierig eigentlich, wenn es um die phonetische Seite geht, aber trotzdem haben wir Diphthonge, die einfach geübt werden sollten. Aber auch nicht nur Diphthonge, zum Beispiel, was auch den Lernern immer wieder Probleme bereitet, weil wir das nicht in der polnischen Sprache haben. Das sind zum Beispiel lange und kurze Vokale. Das soll man auch immer üben, also entsprechend auch betonen, ja, also mit diesem eben O, dass es so lang an sich ist. Dann haben wir Landeskunde, eine sehr wichtige Sache aus der Perspektive, dass wir das auch immer in den ministeriellen Vorgaben haben. Es soll immer die interkulturelle Kompetenz geübt werden und vor allem für die Lerner schon auf dem Niveau A2, B1 soll das nicht allzu schwierig sein. Deswegen haben wir diesen permanenten Block an Informationen, der da ist in jedem Kapitel, also Landeskunde. Dann haben wir auch Grammatik ohne Panik. Das ist auch so kurze Zusammenfassung der grammatischen Phänomene im jeweiligen Kapitel. Und dann am Ende, das werde ich auch jetzt im Moment auch sogar zeigen. Das ist der Teil, heißt dann Spickzettel. Das hatten wir auch früher im dem Lehrwerk www. Weiter Deutsch. Hier in Weiter Deutsch Extra ist das beibehalten worden, weil das sich bewährt hat. Da ist einfach die Zusammenstellung. Aber hier sehr schön farbig und dadurch auch sehr anschaulich. Das können Sie sich so anschauen. Das können Sie auf jeden Fall gut sehen, wie das gut konzipiert worden ist. Denn diese farbige Zusammenstellungen erleichtern einfach durch diesen Kontrast auch bestimmte Sachen sich auf jeden Fall dann bewusster zu machen. Wir haben hier auch dann die Verben, die nicht regelmäßig sind, so eine Liste hier auf einer Seite ist es das alles hier zusammengestellt. Als Infinitiv haben wir das, die dritte Person Präsens einfach hier ist auch da. Dann haben wir Imperfekt oder Präteritum und diese dritte Spalte, das ist hier, wie Sie das auch vermuten, auf jeden Fall perfekt, ja. Und dann haben wir auch noch weitere Elemente, so die in diesem Lehrwerk vorkommen, wenn es um die grammatischen Bereiche oder Phänomene geht. Und wie ich das Ihnen schon auch präsentierte und sagte, ist es sehr farbig. Also das ist eine Grammatik ohne Panik. Das ist in jedem Kapitel. Und dann gibt es den Verweis eben auf diesen hinteren hier Teil, dass man das noch hier strukturierter sich so durchgeht, ja, oder abhandelt, und dann hat man das auf eine systematische Art und Weise auch dann trainiert. Dann noch das letzte im jeweiligen Kapitel ist noch ein wichtiger Teil, das sind die Übungsblätter. Und diese Übungsblätter sind hier wirklich, wirklich umfangreich. Das werden Sie auch gleich sehen. Ich möchte so ein Kapitel aufschlagen und das auch Ihnen präsentieren, wie diese didaktische Linie hier aussieht. Denn es ist auch dann immer gut, wenn wir das an konkreten Beispielen so besprechen. Ich habe gerade hier aufgeschlagen, das Kapitel, das ist so mit diesem Freund, dieses Thema. Also ein wahrer Freund, wie Sie das sehen, bewährt sich in der Not. Also wirklich so, das ist die richtige Wahrheit eigentlich. Wir sollen solche Freunde haben, die sich wirklich dann bewähren, wenn wir wirklich in der Not sind oder in einer Notsituation. Und dann in diesem Kapitel haben wir genau diesen Element, diesen Teil hier, Grammatik ohne Panik. Das ist so kurzer Überblick, was alles an der Grammatik gewesen ist in diesem Kapitel. Aber dann können Sie hier sehen, das sind so diese Verweise, das haben wir hier die Seiten in Richtung Spickzettel am Ende dieses Kursbuchs. Das ist so diese Zusammenstellung. Die Elemente werden auch geübt, also die grammatischen Elemente, die grammatischen Phänomene auch in diesen Übungsmaterialien, in diesem Übungsheft oder Arbeitsbuch, wenn Sie das so wollen. Und dann, was ich erwähnte, das sind diese Übungsblätter, das sehen Sie hier. Die sind auch so schön farbig, so gestaltet.
gestaltet. Und jetzt erscheinen wir da drinnen, was wir dann haben. Also dann ist es so eine Seite, dann hat man das ziemlich ausgebaut. Hier ist die eine Seite, hier ist die zweite, dritte Seite. Und dann haben wir hier noch die vierte Seite. Also das sind so schon die Trainingssachen, die Übungen, die einfach die Lerner auch, was ich auch schon sagte, auf die Prüfung nach der Grundschule so vorbereiten. Es geht mir um die Achtklässlerprüfung. Aber wenn wir noch hier so kurz reinschauen, auch in dieses Heft, dann werden Sie auch sehen, das möchte ich Ihnen auch zeigen, wie reich eigentlich das an diesem Stoff ist, dass es genau hier dieses Kapitel, ein wahrer Freund bewährt sich in der Not. Und dann, wir haben hier mehrere Seiten, das kann ich Ihnen so kurz hier präsentieren, noch einmal hier. Und wenn ich das blättere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eigentlich 7. Also Sie haben hier 7 eigentlich Doppelseiten, ja, das habe ich so geblättert, so viel Stoff für das Üben. Und dazu noch zu den Übungsblättern noch eine extra Seite hier, extra Seite zu dem, was im Kursbuch steht. Da kann man einfach, die Sprache noch trainieren, üben, was auch wirklich gut ist, denn wie wir das immer wissen, es ist nie aus mit dem Wiederholen, Üben, Trainieren der Sprachkompetenz. Vor allem, denn wir sind in Polen, also nicht in dem Raum, also im deutschsprachigen Raum in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, sogar Liechtenstein, wo wir wirklich von der Sprache umgeben sind, und da kann man die Sprache auf jeden Fall auch leichter lernen, weil sie permanent mit uns im Alltag ist. Hier muss man wirklich das so üben, wiederholen, konsequent, damit man einfach die Strukturen wirklich festigt, ja. Und von daher, was ich schon sagte, ist es auch von Bedeutung, dass wir entsprechend viel Stoff haben, und nicht nur Lernstoff, aber auch Übungsstoff. Und noch einmal zu diesem Kapitel, ein wahrer Freund bewährt sich in der Not. Dazu haben wir auch etwas, was ich wirklich an diesem Lehrwerk schätze. Ich habe es schon Ihnen am Anfang gesagt. Sie haben bestimmt die Lerner, die schon früher Deutsch gelehrt haben, und dann in diesem Lehrwerk haben sie die Fortsetzung in der 7. Klasse, und das ist auch richtig. Aber bevor man wirklich in das Thema, in das Kapitel, in dieses Modul so einsteigt. Wir haben hier immer so eine Sache wie, das können Sie hier gut sehen, wie Wiederholung. Also die wichtigsten Strukturen, die die Lerner schon parat haben sollten, sie werden hier noch einmal zusammengefasst, wiederholt oder aufgefrischt. Und dann, erst dann, wenn man das sich so ins Gedächtnis gerufen hat, hat man sich daran schon erinnert, ja, lexikalisch, denn diese das Lehrwerk ist auf jeden Fall, das werden Sie auch sehen, kommunikativ angelegt. Grammatik hat diese unterstützende Rolle, und sie strukturiert und ordnet auf jeden Fall die Sprache. Aber vor allem geht es darum, dass die Lerner sprachlich fähig sind, dass sie wirklich dann imstande sind, effizient zu kommunizieren, was auch in den formalen Vorgaben des Bildungsministeriums einfach da ist. Also in diesen Anforderungen im Curriculum, das, was wir so auf Polnisch sagen, Podstawa Programm. Das ist hier auch auf jeden Fall, darauf ist das Lehrwerk fokussiert, und das ist auf jeden Fall hier vorhanden. Also Wiederholung, wie ich das sagte. Die erste Seite ist immerhin mit einem schönen Bild, und dieses Bild kann man auch besprechen. Was sehen wir hier? Denn vergessen wir bitte nicht, mit dem Bildmaterial soll man auf jeden Fall arbeiten. Die Achtklässlerprüfung hat zwar nicht den mündlichen Teil, wo man mit den Bildern zum Beispiel arbeiten, wie das der Fall beim Abitur ist, denn da haben sie auch immer so Arbeit mit einem Bild, und man muss bestimmte Vermutungen stellen, ja, und dieses Bild einfach besprechen. Aber um das gut zu machen oder imstande zu sein, wirklich diese Anforderung wirklich oder dieser Anforderung gerecht zu werden und das zu realisieren, da muss es entsprechend früher gelernt werden, geübt werden. Deswegen werde ich das empfehlen, dass wir wirklich mit einem Bild wie dieses hier so konkret arbeiten, bevor wir weitergehen. Dann haben wir hier immer die Information, das ist der Einstieg hier. Und dieser Einstieg, das ist immer Information, was wird in diesem Kapitel, im jeweiligen Kapitel, einfach thematisch behandelt. Und hier haben wir hier, worum geht es in diesem Kapitel? Sieh dir die Collage an.
und wähle die richtige Antwort. Deswegen habe ich gesagt, Versprachlegung. Und da ist diese Aufgabenstellung, diese Anleitung. Und dann haben wir hier sogar kurze drei Vorschläge, was hier das Thema sein könnte. Und zwar ist es geht hier um den Familienkreis, Freunde oder Reisen. Hier kann man schon an dieser Überschrift hier sehen, an diesem Titel. Klar, es geht um Freunde, also es geht um den Freundeskreis. Das ist dann richtig die Antwort. Und da kann man schon in das Thema einsteigen und es im Thema übergehen und dann fragen, ja gut, und wie ist das jetzt im Moment mit euren Freunden? Was bedeuten euch die Freunde oder wie viel Wert legt ihr auf die Freundschaft zum Beispiel? Da kann man so in das Thema so wirklich so einsteigen, was ich sagte, und zu dem inhaltlichen schon Teil übergehen. Und hier sehen wir hier, wir haben hier genau diese Textarbeit, sehr viele Texte, immer im Zusammenhang mit einem Bild, denn wir sollen auch die Bilder, ich sage das immer wieder, die Bilder in einem Lehrwerk, das ist nicht nur eine Deko, das ist nicht nur ein Schmuck oder nicht eine Schmucksache, das hat auch diese wirklich didaktische Funktion, dass wir über diese Bilder sprechen. Zum Beispiel hier, wenn wir sehen, da können wir sagen, das sind so zwei Freundinnen und hier ist eine Clique, also da sind so wirklich Freunde hier zusammen. Und wie ist das? Schätzt du zum Beispiel eher einen Freund oder zwei, drei Freunde oder ist es dir wichtiger, wenn du mehrere Freunde hast? Aber ist eine Gruppe von Freunden wirklich dann die richtige Gruppe? Das heißt, sind alle Personen in der Gruppe richtige Freunde? Kannst du auf sie alle so zählen? Oder naja, es ist die Frage, wie ist das wirklich? Das ist so ungefähr mit diesen vielen Freundschaften auf Facebook, aber so den richtigen Kontakt pflegen wir nur zu bestimmten Personen. Ja? Und hier, wie Sie sehen, ist es weiter so Textarbeit. Und wir müssen hier entsprechend einfach das ordnen. Hier ist es, das sind Dialoge, also das ist ziemlich leichter Einstieg in das Kapitel. Und hier dann weiter, wenn wir schauen, das war so in diesem Block A, haben wir auch Block B. Dann ist es hier auch die Vertiefung dieses Themas. Und wir haben, was sich liebt, das neckt sich. Also das ist so immer so die Sache. Lies den Text und wähle die richtigen Antworten. Also die Aufgaben sind hier so strukturiert, wie das auch bei der Achtklässlerprüfung der Fall ist. Denn wie gesagt, dieses Lehrwerk bereitet die Lerner auf diese Prüfung vor, auf jeden Fall. Und deswegen, wenn Sie nach einem Lehrwerk suchen, das Ihnen bei Ihrer Arbeit behilflich sein könnte oder sein kann sogar, dann ist es Weiterdeutsch extra auf jeden Fall für Sie, denn Sie können hier Sie die Sachen finden, die Sie dann einfach mit den Lernenden durchgehen, um Sie dann gut auf diese Prüfung eben vorzubereiten. Was ich zum Beispiel hier sehr schätze, sind diese Comic-Geschichten. Also wir haben hier diese Bilder und die muss man auch entsprechend versprachlichen. Und sehr interessant ist, also also vom Konzept her, das ist zum Beispiel, das sind die drei Varianten der Geschichte, die hier zum Beispiel steht. Ich kann das Ihnen kurz vorlesen, dann wissen Sie, worum es hier geht. Also wir haben hier das Thema Freunde helfen. Sieh dir die Bildergeschichte an und ordne den Bildern A, D die Sätze 1, 4 zu. Also wir haben hier diese Bilder hier und dann haben wir entsprechend hier diese Sätze und wir müssen das alles so in einen Zusammenhang bringen, was auch von Bedeutung ist, denn dieses Bildmaterial ist nicht nur im Lehrwerk wichtig, aber mit den Bildern wird es auch bei der Achtklässlerprüfung gearbeitet. Das sind die Aufgaben, die sich auch auf Bilder beziehen. Deswegen dieses Format des Trainings oder der Übung ist auf jeden Fall gut, denn da sind die Lerner auf einmal nicht überrascht, wenn sie dann jetzt so eine Kombination haben von Bild und Text. Und dann ist es also ein Teil der Geschichte hier. Und dann, was ich schon sagte, wir haben hier die drei Varianten, wie die Geschichte dann weitergeht. Und dann ist die Aufgabenstellung hier, also diese Überschrift, das kann ich Ihnen vorlesen. Wie geht die Geschichte weiter? Wähle eine Lösung und schreib deine Erzählung ins Heft. Also dann sehen wir hier auch, auf der einen Seite haben wir das, also das Element, dass die Lerner selbst wählen können, wie das sich weiterentwickelt. Ja, und das ist schon
schon, was im Lehrwerk steht, aber wir sollen über dieses Lehrwerk, über den Stoff hinausgehen, denn die Lerner sollen diese Geschichte wirklich in Zusammenhang bringen, den ersten Teil, also die ersten hier Bilder und diese Sätze, und dann mit dem zweiten Teil, also einer der Variante einfach nehmen und dann noch weiter mit einer der Varianten einfach so arbeiten und die Geschichte zu Ende schreiben, also das also selbst etwas sozusagen ausdenken, ja. Die sollen in diesem Sinne dann auch kreativ sein, und Kreativität ist auch eine der wichtigsten Sachen und eines der Elemente oder einfach einer der Punkte, zum Beispiel in den Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts. Und wir sehen, da wird auch diese Sache hier auch trainiert oder geübt. Was ich auch gut finde, dass es hier nicht nur die DAX-Arbeit, denn die haben wir hier also einleitend gehabt. Hier sind auch die Bilder, und es geht darum, da haben wir auch dieser Kopfhörer, also ein Kopfhörer suggerieren uns schon, dass es hier um die Hörtexte geht, und das ist hier richtig. Und vor allem ist die Reihenfolge auch von Bedeutung. Die Lerner, also Schülerinnen und Schüler, sollen sie das anhören und dann entsprechend weiter diskutieren. Und die haben hier schon so Hinweise, wie sie das sehen, dass wir so ein Dialog einfach selbst konstruieren. Das heißt, wir, also ich meine hier die Lerner, dass sie jetzt aus dem Gehörten einfach das übernehmen, das Gehörte, und dann einfach weitergehen und das Gehörte dann hier strukturieren in einen Dialog und daraus einen Dialog wirklich so bauen. Und dann diese festen Elemente, also Webblog zum Beispiel hier, das ist so eine Aufgabe, wo es steht, mein Webblog, mein bester Freund, meine beste Freundin. Und hier muss man entsprechend auch die grammatischen Sachen bearbeiten. Sehr gut sind diese Hinweise. Hier haben Sie das mit diesem Pfeil, wie man, also es geht um die Autonomie der Lerner, also wie man die Sprache lernt. Das ist hier auch der Hinweis vorhanden. Hier haben wir zum Beispiel so eine Information auf Polnisch. Podczas budowania zdań w języku niemieckim może się zdarzyć, że przetłumaczysz dosłownie zwroty z języka polskiego. Na przykład, on ma 15 lat. Er hat 15 Jahre zamiast, er ist 15 Jahre alt, also ähnlich wie im Englischen. Spróbuj gromadzić systematycznie tego typu zwroty w zeszycie przedmiotowym lub zapisywać je na specjalnych karteczkach. W ten sposób unikniesz popełniania takich błędów. Und das ist genau so die Sache, wenn wir einfach die Autonomie der Lerner entwickeln wollen. Und dazu noch hier diese Aussprache, das sehen wir hier. Wir haben auch das zu hören und dann entsprechend zu wiederholen, zu trainieren. Eine wichtige Sache, hier geht es um das lange E, wie sehen, angenehm, und lange O, wohnen oder auch langes E, gehen. Ja? Also das sind so die Sachen, die auch geübt werden. Dann haben wir Landeskunde. Hier in diesem Teil geht es um die Nationalhymne oder sogar Hymnen. Ja? Wir haben auch die Hymne der EU, also der Europäischen Union, aber auch der Schweiz, Deutschlands und Österreichs. Und dann ist es ja Grammatik ohne Panik. Das ist hier noch zusammengestellt und kurz erklärt, was sich noch in diesem Spickzettel dann weiter noch befindet und hier in diesem Übungsheft noch vertieft wird mit den Übungen. Und dann, wie ich auch gesagt habe, wir haben Übungsblätter und noch zu der Grammatik hier noch, Grammatik ohne Panik, hier noch ein paar Aufgaben, nicht nur in diesem Arbeitsheft. Und dann mehrere Seiten von Übungsblättern, wo wir wirklich die Sachen bearbeiten, die bei der Prüfung des Achtklässlers vorkommen. Mit diesem Lehrwerk kann man sehr intuitiv eigentlich arbeiten. Und zum guten Schluss möchte ich es Ihnen auch sagen, denn wir haben hier auch die Piktogramme. Und diese Piktogramme, das kann man, ich hoffe, hier gut sehen. Ja, das zeige ich Ihnen so. Sehen Sie hier, das sind die jeweiligen Kompetenzen. Denn wenn wir so ein Modul haben, so ein Kapitel, haben Sie nicht so ein enges Korsett. Also Sie haben die Möglichkeit, frei die Stunde zu gestalten, je nachdem, was Sie üben wollen. Sie können einfach etwas von Block A nehmen, von Block B und von Block C zum Beispiel. Sie können ein bisschen so, wie das jetzt in dieser virtuellen Wirklichkeit auch ist, dass wir so mit Links quasi arbeiten, dass wir etwas springen, je nachdem, wie unsere Bedürfnisse sind. Deswegen ist es so von Bedeutung, dass Sie diesen freien Raum haben und damit gut arbeiten können. Ja, und
Da wollte ich Ihnen noch sagen, dass diese Piktogramme, sie beziehen sich auch auf die Kompetenzen, auf die Sprachkompetenzen, die entwickelt werden. Und je nach den Bedürfnissen der Lerner können Sie einfach das so gestalten. Also ich lege Ihnen dieses Lehrwerk sehr ans Herz. Es ist wirklich so eine jetzt neue Fassung. Werden Sie bestimmt damit zufrieden sein und Ihre Lerner und der Unterricht werden Sie auf jeden Fall auch gut gestalten. So viel für heute in diesem Video. Bald bin ich auch wieder mit einem anderen, werde ich etwas anderes besprechen. Alles Gute für Sie und danke für das nette Zuschauen und tschüss.